Ich bin Christoph Maria Herbst und ich habe gerade den neuen Erdmännchen-Roman von Moritz Matthies eingelesen mit dem Titel Der Wald ruft. Diesmal geht es darum, dass der Wald ruft. Die Erdmännchen müssen nämlich, so viel darf ich glaube ich verraten, ihren angestammten Zoo verlassen. Und das ist sehr traurig und sehr tragisch. Und auch das darf ich glaube ich verraten, es geht am Ende alles wieder gut aus. Meine Lieblingscharaktere, okay. Ja, das ist sicherlich das Dreigestirn. Ray. Ray, der spricht eigentlich immer so ein bisschen so wie ich, ist vielleicht ein bisschen schneller als ich und klingt immer so ein bisschen so, als wäre er auf Koks. Dann gibt es Rufus, den nerdigen Besserwisser. Der spricht die ganze Zeit so, der lispelt nämlich. Der ist von der Natur nicht ganz so gut ausgestattet worden, aber dafür hat er mehr im Köpfchen als alle anderen. Und dann gibt es natürlich noch Rocky. Und der spricht immer so ein bisschen so. Der weiß vor lauter, ja, und dann fehlen ihm manchmal die Worte, denn er ist nicht der Hellste im Kopf. Er kann nicht so gut mit Sprache umgehen, aber er hat es faustdick hinter den Ohren und lässt lieber seine Fäuste sprechen. Ja, das ist der Rocky. Die drei sind eigentlich meine Lieblinge. Ich wäre am liebsten der Rocky, denn dann würde ich mir nicht so viele Gedanken machen über das, was draußen so los ist. Ich würde einfach in den Tag hineinleben und es würde mir reichen, dass ich ganz besonders dicke Eier an der Hose habe. Vorbilder aus der realen Welt, ja, das sind eigentlich Stimmen, die ich mein Leben lang in meinem Kopf habe. Und die Alternative wäre gewesen, mit starken Medikamenten versuchen, die wegzudrücken. Und ich bin froh, dass ich das Ventil-Hörbuch dafür gefunden habe. Das schlägt nicht so auf Niere und Leber. So in etwa. Da nicht für. Fine Voices. Große Stimmen lesen.